und herzlich willkommen, liebe Leute. Willkommen zurück bei Tactical Gunnybeard. Heute geht es um ein paar richtig schöne Holzbier. Alter, stopp. Nimm das erste Mal das hässliche Ding vom Mund. Siehst du mal ein gescheites Shirt an. Ja, danke, anderes Ich. Natürlich erstmal ein gescheites Shirt an von, ihr seht es im Hintergrund, techbitapparel.de oder auch com. Geht genauso. Schaut mal rein und prüft mal unser Merchandise. Bald kommt viel mehr. Können wir euch schon mal garantieren. Ist gerade alles in der Mache. Dauert nicht mehr lange und dann ist es dabei. Kleine Werbung noch hier unten rein, denn heute seht ihr diese Firma. Das sind wir. Diese Firma, das sind die Gear Maniacs. Und ich mache heute nochmal ein kleines Look-Over über die ganzen Arten von Holster, die sie so anbieten. Und diese Firma ist zusammen bei der anderen Firma LH Tactical Training und Schnupperschießen Bayern nächsten Monat auf dem Vogelwild-Event dabei beim Schmeißer und Brownells Deutschland-Event. Also wer sich da noch nicht angemeldet hat, hat jetzt wahrscheinlich schon zu spät reingeschaut, aber mein Gott, die gibt es öfters mal, denke ich mal, diese Events. Da sind wir auch mit dabei. Wir verkaufen unser Merchandise, die Gemenics sind da und verkaufen ihre Holster und ihr könnt da schöne Waffen testen von Brownells, von Schmeißer etc. So, los geht's. Um was geht's heute? Ich möchte euch mal hier so ein kleines Lookover geben, habe ich gesagt. Ne? Ich habe jetzt leider nicht jede passende Waffe dabei. Ich habe mal heute ein paar Airsoft-Waffen. Die Walter PPQ ist hier einmal, einmal eine HK USP Kompakt und einmal eine Glock 17, denke ich mal, oder könnte sogar eine Glock 19 sein, ich bin mir nicht sicher. Bei Glock kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe zwar schon mal Glock 19 und 17 geschossen, bin mir aber nicht mehr bewusst, was da der Unterschied ist. Naja, ihr werdet es schon wissen, ne? So. Leider, wie gesagt, passen da gerade nicht alle passgenau, denn die Holster werden ja custom-made für euch hergestellt. Das heißt, ihr kommt am besten vorbei oder schickt eure Waffe ein oder wie auch immer ihr das dann macht. Das klärt ihr dann mit den Gear Maniacs. Eventuell haben sie schon genau die Art von Waffe für euch eingescannt. Die haben schon ein riesiges Repertoire an verschiedenen Waffen eingescannt. Das heißt, die können euch sehr viel einfach so aus dem Stand raus geben. Und ihr könnt aber auch eure eigene einschicken und genau mit Anbauten und so weiter ein perfekt angepasstes Holster machen lassen. Custom Kydex Holster von Gear Maniacs. Was haben die mittlerweile für Möglichkeiten? Farben ist eigentlich Open End. Alles, was die ranbekommen können an Druckplatten, Farben haben sie quasi da. Auch die ganzen Anbauteile, das ist ein super Vorteil, finde ich, bei Gear Maniacs. Man zahlt ja nicht nur für das Holster. Man zahlt auch zum Beispiel einfach, ich sag mal, sonst extra überall muss man Versandkosten zahlen, wenn man Blackhawk-Anbauteile oder sowas haben möchte. Das haben die alles bei sich. Die würden alles mitliefern, sogar mit Schrauben etc. Und ich muss sagen, das meiste zum Beispiel an Schrauben oder so, was man über Blackhawk extra bestellen müsste, ist bei denen meistens nicht extra berechnet. Das heißt, die sind schon mit im Paket dabei. Gerade hier bei dieser tollen Verlängerung von Blackhawk habe ich das Problem gehabt, dass ich nochmal extra Schrauben dazu bestellen musste, weil die nicht dabei sind und die nicht auf den dieses Anbaustück hatten, gepasst haben, das ich dabei hatte. Ne? Ich wollte so eine extra Verlängerung und da war offenbar die Schraube von Blackhawk zu kurz. Weswegen ich nochmal eine kurze oder zu lang, ich weiß nicht mehr, zu kurz, genau. Ich musste eine längere bestellen. Diese Dinge könnt ihr alle da mitbestellen. Super einfach. Ihr geht einfach rein ins Portal, schaut euch da um. Stellt die Sachen zusammen und es kommt genau für eure Waffe, so wie ihr es wollt. Das ist ein Wort. Das ist richtig, richtig geil. Ja, wenn wir uns mal das hier anschauen, mittlerweile haben sie auch das Cordura oder auch Kydex. Da kann man dann variieren. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch hier noch nicht die Schrauben eingestellt. Na, das rastet richtig schön ein. Ja, wenn man jetzt natürlich die Schraube noch ein bisschen einstellt, dann hat man es genau auf seine Waffe angepasst. Genau, hier richtig schön mit dieser Bügelsicherung, der Level 2 Sicherung, glaube ich, wird die genannt. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir so eins hole. Ja, also man muss hier quasi diesen Bügel, wenn man da ranfasst,
nach hinten ziehen, dann schnallst du das vor und kann dann die Waffe aus dem Holster ziehen. Was richtig schön ist bei Gearmanix, die ganzen Holster sind richtig schön abgerundet und veredelt an den Kanten. Das heißt, da gibt es auch keine Stelle, wo man sich verletzen kann. Ja, auch verschiedene Anbauteile, wie gesagt. Da kann man alles Mögliche durchtauschen, wie man das möchte. Sei es Blackhawk. Wie heißt diese Firma hier? Blade Tag. Genauso mit der Henkel Koch. Das ist jetzt quasi kompakt. Das heißt, eigentlich ist die zu kurz für dieses. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht hier die angepassten Waffen dafür. Aber auch das würde sogar passen. Die meisten passen ja auch so. Na, also ich würde euch empfehlen, guckt da, wenn ihr eine spezielle Waffe auch habt, die zum Beispiel nicht im handelsüblichen Verkauf einen Holster dazu hat. Ne? Für die meisten Glock 17 oder so. Man kann ja immer nur nach 15 Holster bestellen. Aber jetzt sagen wir mal, ihr habt irgendwas Spezielles, was auf dem deutschen Markt auch nicht so vertreten ist. Dann schickt sie den Gearmanix oder sagt ihm Bescheid. Und die haben innerhalb von kürzester Zeit auch was da, um euch dann ein richtig passendes Holster zu machen. Wie ich schon sagte, allgemein, die Qualität ist super gemacht. Ich werde hier nochmal mit den Close-Ups ein bisschen drüber gehen. Dann seht ihr das nochmal richtig genau. Ich habe auch eins machen lassen in dem Black Multicam. Ich finde, das sieht großartig aus. Mittlerweile haben sie auch sogar anderes Multicam. Jetzt muss ich gerade überlegen, das ist auch so ein Black Multicam, aber eine andere Variante. Da haben sie verschiedene. Wie gesagt, alles, was ihr möchtet, könnt ihr dort herbekommen. Das ist alles kein Problem. Die Links zu dem Ganzen werde ich euch unten natürlich wieder mit reinpacken. Das heißt, ihr könnt bequem von diesem Video aus sofort zu den Gearmanix und das Zeug einkaufen oder zu unserem Shop und das einkaufen. Oder ihr wollt ein Schießevent machen für einen Geburtstag oder für einen Junggesellenabschied und möchtet da im Kreis Bayern zum Beispiel schießen gehen, dann geht ihr unten einfach bei Schnupperschießen Bayern oder bei Ella Tactical für einen fortgeschrittenen Kurs rein und zieht euch das Zeug rein. Ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet wieder mal und auch die anderen Videos mal prüft. Denn ich mache immer wieder mal Videos und versuche das so regelmäßig wie möglich zu machen. Natürlich haben wir auch ein bisschen was anderes zu tun wegen unserem Shop. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr da seid und auch ein bisschen auf dem Laufenden bleibt, was gerade alles abgeht. Wir halten euch auf dem Laufenden hier auf dem Channel und auch so auf Instagram. Also wenn ihr uns da folgen wollt, Tactical Gun Beard oder hier Techbeard Apparel, alles zu finden. Schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Gunny out. The weapon.